und willkommen beim Vespa-Bub. Ha, habe ich das lange nicht gesagt. Ja, ihr habt es gemerkt. Die letzten Videos, das wurde auch schon drunter geschrieben, sind ja aus dem April. Was ist denn da los? Hat der Vespa-Bub schon keinen Bock mehr? Aufhören mit YouTube. Nein, nein, alles gut. Ich habe mir nur eine kleine private Auszeit gegönnt. Was ist denn hier los, sagt mal. Reichelsheim hat hier Verkehrschaos. Naja, ja, zurück zur kleinen Auszeit. Ich habe mir einfach im April mein Fahrrad geschnappt und bin Richtung Ostsee gefahren, hier von der Wetterau aus. Und ja, da war natürlich nichts mit Vespa fahren, sondern da stand Fahrradfahren an. Und ja, das hat mich jetzt so die letzten 6 Wochen beschäftigt. Ich musste ja auch wieder zurückradeln, ne? Und daher gab es keine aktuellen Videos. Die letzten, die ich gemacht habe, sind die aus April, wo Vespa in der ersten Inspektion war und Schadensbegutachtung. Ja, und danach ging es ja erstmal aufs Fahrrad. Ah, schön. Ah, Flugplatz Reichelsheim hier wieder links. Und einmal 50 hier. Na, wollen wir mal nicht so sein. Ja, und genau das war der Grund, warum die letzten Videos aus April sind. Aber wer meinen Kanal schon länger verfolgt, sage ich meistens dazu, was wir für ein Datum haben. Irgendwann am Anfang des Videos, manchmal auch irgendwann mittendrin. Weil ich sowieso das nicht schaffe, zeitnah zu veröffentlichen. Na, das ist jetzt hier diese etwas doofe Kreuzung, deswegen fahre ich eigentlich nicht gerne hier rum, sondern ihr kennt die Runde meistens anders darum. Aber gut, kriegen wir alles hin. Oh, der Vulkanexpress. Der heißt deswegen so, der hat hinten dran, habt ihr ja gerade gesehen, den Anhänger für die Fahrräder, damit man vom Vulkanradweg mit seinem Fahrrad auch wieder irgendwie nach Hause kommt. Und ich komme hier irgendwann und irgendwie auch mal weg. Eieiei. So. Jetzt ist da Platz und hier auch gleich, das ist gut. Ja, wir haben jetzt Ende Mai, dieses lange Feiertagswochenende. Ich bin jetzt seit Samstag wieder zu Hause, also 2 Tage. Ich muss sagen, so nach 6 Wochen, wo das Leben eigentlich daraus bestand, aufstehen, Radfahren, irgendwas essen und dann todmüde ins Bett zu fallen. Ja, ich bin noch ein bisschen, ich würde sagen, aus der Zeit gefallen und habe noch ein paar Probleme, mich an den Alltag zu gewöhnen. Aber ich denke, das ist normal nach einer so langen Zeit. Ja, und so bin ich gestern schon mal mit Franzi die erste Willkommensrunde gefahren, eine kleine Runde, mal wieder dran gewöhnen. Und ja, dann dachte ich, heute nehme ich euch mal wieder mit. Durch die Wetterau, nichts Spektakuläres heute, einfach mal fahren. Das Wetter ist so schön. Wir haben endlich Sommer. Das, worauf ich während meiner Radtour gewartet habe. Ich meine, ich bin Mitte April losgefahren hier in der Wetterau bei 4 Grad und Nebel morgens. Das war alles andere als Radfahrwetter, aber was will man machen? Ja, und aufgrund der Knieprobleme, ich hatte es euch in dem Video, was ich hier oben einblende, ja schon mal gesagt, durch den kleinen Sturz, den ich hier mit Franzi hatte, hatte ich ja erhebliche Knieprobleme, wo überhaupt kein Sport möglich war.
Deswegen bin ich A, total untrainiert auf diese große Fahrradtour gegangen. Und zum anderen fahren wir jetzt erstmal Kreisel. Und zum anderen hatte ich auch überlegt, nehme ich die Franzi und fahre mit ihr die große Deutschlandrunde. Aber ich habe es ausprobiert mit Gepäck und allem, weil ich ja auch Zelt und alles dabei hatte. Ja, also da kommt man an die Grenzen. Ne? Also ich habe ja keinen Topcase hinten drauf und das wäre alles andere als gut. Ich bezeichne mich ja auch immer noch als Fahranfänger hier. Ich fahre ja erst seit letztes Jahr Herbst mit der Franzi. Und nee, war ich nicht glücklich mit der Überlegung, das mit der Franzi zu machen. Und ja, so musste das Fahrrad herhalten, so wie es auch seit Jahren geplant war. Ich meine, so eine Tour, das mit so einer langen Auszeit, das muss man ja auch erstmal planen. Und ich war dann auch froh, das Fahrrad genommen zu haben. Also das Knie hat gehalten, es wurde immer besser unterwegs, also alles gut. Das passt wieder. Und ich hätte mit der Franzi auch nicht fahren können. Also die ersten zwei Wochen, ich hatte Regen, ich hatte Sturm. Das wäre also hier mit der Vespa kein Vergnügen gewesen. Boah, hier ist aber gut windig. So, mal raus aus dem Wind. Ja, was ich gesagt habe, also die ersten zwei Wochen, ich hätte mit der Franzi, ich wäre gerade wieder umgedreht. Also ich hatte das erste Wochenende komplett Regen und das hätte ich nicht fahren wollen mit einer Vespa, die auch noch vollgepackt ist. Ja, und so stand Franzi wieder mal eingepackt wie im Winter und hat auf meine Rückkehr gewartet. Auch schön. Ja, und jetzt habe ich noch, ich habe mir eine Auszeit von 3 Monaten genommen. Jetzt habe ich noch den ganzen Juni und hoffe, dass das Wetter so bleibt. Dann kann man noch ein bisschen Vespa fahren, ein bisschen Fahrrad fahren, bin jetzt sehr trainiert. Und dann kann ich das wirklich noch genießen. Bin da mal gespannt, wenn ich im Juli wieder arbeite, so nach 3 Monaten, wie das dann wird. Bestimmt auch sehr, sehr ungewohnt. Ist für mich jetzt aber auch mal ungewohnt, ich fahre die Runde selten so rum. Oh, mit dem LKW hier vor mir kann ich auch die Geschwindigkeit gerade nicht übertreten. Das ist sehr praktisch. Nachteil ist, ich sehe nicht, wo ich abbiegen muss. So, hier jetzt Dauernheim. Oh, sehr schöner Blick darüber. Was auch neu ist für mich, ist Klamottenwahl. Ich bin es ja nur gewohnt, bei kühleren Temperaturen zu fahren. Ich meine, wenn man so verrückt ist und fängt mit dem Vespa-Fahren im Herbst an, dann ist man das ja nicht gewohnt hier bei solchen Temperaturen. Also gestern war ich noch ein bisschen zu dick angezogen. Ich hatte so meine eigene Sauna dabei. Heute muss ich sagen, habe ich es schon besser getroffen. Aber Schutzkleidung muss halt sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber diese Jacke hier, die hat den Vorteil, die hat insgesamt nochmal 2 Inlays. Das heißt, ich habe jetzt das Thermofutter, hatte ich gestern schon rausgenommen. Und jetzt funktioniert das sehr gut mit einem Shirt drunter. Fühle ich mich heute sehr gut damit.
Handschuhe überhaupt kein Problem, das sind ja Sommerhandschuhe. Ich hatte ja bei den kühleren Temperaturen, das habt ihr ja bei dem Inspektionsvideo auch noch, habe ich es auch glaube ich erwähnt, hatte ich ja dann immer noch ein dünnes Paar Handschuhe drunter, so als Windschutz. Da hat das dann auch gut funktioniert und jetzt bei den Temperaturen hier funktioniert das ohne wirklich gut, also ohne die Unterhandschuhe. So, und wieder mal durch das typische Dorf der Wetterau hier, Blofeld. Ah, hier riecht es nach Grill. Bierwanderung. Ja. Dann hat man einen Fußpilz dabei. Also sprich ein Bier zum Mitnehmen. So, würde ich sagen, wir gönnen uns noch zwei Ortsdurchfahrten, oder? Finde ich gut. Ja, und aufgrund, dass ich im Juni ja jetzt noch frei habe und ja, da die Vespa ungern weggeben möchte zur Reparatur, also ich meine, der Blechschaden muss ja noch gemacht werden, wird sich das dann auch ziehen bis Juli. Man kann ja nichts passieren, das ist versiegelt nochmal. Der Händler hat da so ein bisschen Klarlack drauf gemacht. Sieht halt nicht schön aus. Erinnert mich aber jedes Mal dran, aufzupassen beim Anhalten. Naja, beim Fahren natürlich auch, aber trotzdem erinnert mich das da immer an diese Situation. Oh, komm, wird grün. Na, oh, doch, Füße runter. Ja, ist das heute mal so ein kleines Update-Video, was ist los beim Vespa-Bub? Und das Ganze bei einer kleinen Wetterau-Rundfahrt. So, jetzt fahren wir noch ein Stückchen durch Gettenau durch. Ah, Tankstelle, naja, zwei Striche habe ich noch, mache ich das nächste Mal. Was war das denn für ein lustiges Gefährt? Kleine Hornisse oder was? Gelb-schwarz. Das war übrigens die Ursprungsfarbe, die ich mir mal rausgesucht habe für die Vespa. Es war gelb gewesen, aber mit dem Hintergrund, dass ich die dann hätte komplett umbauen wollen, also sprich alles was chrom ist in schwarz und so weiter. Und ja, bin jetzt froh, dass ich keine bekommen habe, weil das wäre wieder mal massivst ins Geld gegangen, einfach nur für Optik, wo ich dann nicht weiß, ob ich das dann doch gemacht hätte, zumal ich bei den ganzen Umbauten ja Hilfe brauche, bin da nicht so handwerklich visiert, dass ich das alles selbst machen könnte. Aber hier mit Franzis Farbe bin ich sehr zufrieden. Gefällt mir gut. War ja auch so ein Zufallsfund, sage ich mal. Ich habe die ja gekauft, da hat Piaggio sich gerade vorbereitet auf den Modellwechsel 23, also wo es dann ja auch die Neuerung gab mit Keyless und anderer Federung. Das hier ist ja ein 22er Modell. Und ja, bei dem Händler, wo ich dann auch gekauft habe, standen. Gibt es doch nicht. Also GoPro-Probleme. Man hört sie auf YouTube immer wieder. Jetzt hat sie sich einfach mal wieder ausgeschaltet. Mitten im Satz. Das hatte ich schon mal. Und man hört ja von diesem Problem immer mal wieder. Ja, so viel zu Marktführer oder was auch immer die sein sollen. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Deswegen ist die Franzi hier, also der Händler hier, wo ich gekauft habe, standen dann genau noch zwei Stück.
sprich diese hier in glänzend grau mit den vielen tollen Chrom dran, gefiel mir sofort sehr gut. Hab kurz noch ein bisschen überlegt, weil es stand noch eine mattgraue da, die natürlich ein bisschen sportlicher dann aussieht. Aber nee, ich wollte diesen klassischen Look hier, den fand ich super. Und ja, so wurde es eine glänzend graue Franzi. Ja, eins ist noch passiert, während ich auf meiner Radtour war. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und da geht auch erstmal ein 100-facher Dank raus. Ja, ich habe die 100 Abonnenten erreicht. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 124. Also das ist für mich Wahnsinn, ja, für so einen kleinen Kanal, der hier so ab und zu mal sein Video veröffentlicht und ein bisschen durch die Wetterau kurvt. Also da geht ein herzliches Dankeschön an alle raus, die auf diesen Button geklickt haben. An alle, die meine Videos gucken, die fleißig kommentieren, die mit mir schreiben unter den Videos. Und ja, da ein großes, großes Dankeschön an alle. Und ja, wie gesagt, hat mich sehr, sehr gefreut. Und dass der Kanal so wächst, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und an dieser Stelle, wie immer, das Dorf hat mich wieder, sage ich dann vielen Dank fürs Mitfahren, fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Abonnieren, für alles. War mir wieder ein Fest, hier zu fahren mit euch. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Video.